Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Sky Factory 3. Ja, und da sind wir wieder. Hier, das wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal oben rechts auf die FPS, die habe ich extra immer eingeblendet. Die bricht so ein bisschen ein, wenn man so die Draw im Visier hat. Habe ich jetzt 86, 84 und jetzt habe ich 150, 120. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da werde ich wohl ein anderes System machen müssen. Hatte ich ja sowieso vor, ein Storage-System mit den Giant Chest oder sowas. Giant oder sowas in der Art, muss ich nochmal gucken. Und mit Quantum Storage und sowas, das wollte ich benutzen. Ich mag den zwar hier, weil man so schön sehen kann, aber die FPS brechen so ein. Das ist nicht so toll. Ja, gut. Es gibt zwar einen Schlüssel, wo du das wieder ausblenden kannst, aber das ist ja gerade der Witz bei der ganzen Sache, dass man eben hier gerade die Sachen sieht. Aber ich glaube, wenn wir dann ein anständiges Storage-System haben, ist das dann auch nicht mehr so interessant. Was ich euch aber noch zeigen wollte, ist das hier. Ich habe von da nach da das alles umgezogen und habe schon mal ein bisschen ausgebaut. Schön mit den Steinen hier. Und habe die Felder schon mal angelegt. Immer in einem 3x3. Auf das Maximum, was der Farmer kann. Hier von Ender.io, die Farming Station. Das ist, wenn der volle Update drin ist. Ich habe jetzt noch kein Update drin. Hier, also das heißt, der kann nur gerade die vier hier direkt in der Nähe der Umgebung abernten. Aber wenn dann, ich sag mal, die anderen Sachen gemacht sind, also hier die ganzen anderen Samen oder Essens oder wie die heißen, dann kann ich das updaten und dann auf volle Größe fahren lassen. Momentan läuft hier noch die Produktion von hier von dem Essens. Was haben wir jetzt? 18. Hier ist das Maximum schon. Und hier ist noch die eine Stufe davor. Nehmen wir mal einen raus. Und nehmen wir uns ein bisschen was. Und dann nehme ich das Paddle hier. Und zack. Zwei Stück können wir sogar machen. Ach, der hält das nicht. Schade. Der hält es nicht. Also den auch weg. So. Und nochmal. So. Na komm. Das. 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 Jetzt haben wir hier Tier 5. Und die pflanze ich hier ein. So, noch drei Stück und dann haben wir's. Ja, und da werde ich es hier entsprechend weitermachen. Moment, schauen wir mal. So. Die meisten Sachen können wir schon machen. Also hier, Stone ist kein Problem. Dann Erde. Also ich wollte eigentlich alle hier anpflanzen. Mal gucken, ob das Feld ausreicht. Wahrscheinlich werde ich immer nur drei Stück pflanzen. Ich glaube, über die Zeit wird das auch reichen. Nature. Ja, Nature ist auch ganz witzig. Mit Nature. Warte mal, das ist hier Nature. Und da auf U kannst du jede Menge produzieren. Ja, 7 Seiten, ganz verschiedene Sachen, die wir jetzt noch nicht haben. Da war hier zum Beispiel Lilypad. Das ist auch ganz witzig. Okay, das können wir machen. Dann hier Water, Eis. Eis ist ein bisschen schwierig. Ein paar Sachen kann ich schon machen. Die habe ich schon. Das ist auch ganz klasse. Netherquarz, Lapis und so weiter. Die werde ich dann jetzt so zwischen den Folgen einfach mal anpflanzen und mal schauen, wie ich dies dann lager. Ich denke, ja genau, eins ist noch recht wichtig, weil ich jetzt hier vorhabe, verschiedene Pflanzen zu pflanzen, also ganz viele, ne? Nicht einfach nur eine Sorte, sondern hier immer 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, reicht hier der Storage nicht so sehr aus. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier auch raus
Pumpe in ein Lager oder in eine Truhe, dann füllt sich das sehr schnell. Und da ist es immer ganz klasse, wenn man darauf achtet, wie man anpflanzt. Ich habe das nämlich hier mal schon beobachtet bei dem. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer so ist, keine Ahnung. Aber ich habe mir das mal angeschaut. Er erntet immer in dieser Reihe ab. Und dann die nächste. Und dann die nächste und nächste und immer so weiter. Also immer so in dieser Reihenfolge. Das heißt, ich werde auch hier die Pflanzen im 1, 2, 3 der gleichen Sorte, 1, 2, 3 der gleichen Sorte, 1, 2, 3 der gleichen Sorte. Damit dieses Zwischenlager, was er als interne Lager, nicht direkt vollläuft, sondern dass er erstmal immer so eine Reihe abernten kann und die dann schon mal in so eine Truhe pumpen kann. Weil wenn ich das so machen würde, hätte ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis dahin schon das Lager voll, 6 verschiedene Sorten und hier auch wieder 6. Und wenn ich das in dieser Reihenfolge mache, habe ich 3, ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist das schon einmal hin und einmal zurück. Ich hoffe, dass hat so Erfolg. Mal schauen. Ich gucke mir das mal an. Ich glaube aber, das funktioniert. Was ich auf jeden Fall mit euch jetzt machen wollte, ist hier die, wie nennt sich die? Mattock ist das. Und zwar ist das, auf Deutsch, was ist das? Eine Hake oder so, ne? Mattock. Das ist eine Axt und eine Schaufel oder sowas. Aber die würde hier auch ausreichen, um ja, zu pflanzen. Und mit der, da gibt es eben die Möglichkeit, bei Tinker eine unzerbrechliche zu machen. Und die wollte ich mit euch jetzt mal machen. Das ist nämlich gar nicht so schwer und eigentlich recht günstig. Und eine unzerbrechliche Hake. Wo haben wir? Hier. Und zwar macht man die aus Papier. Das ist noch besser. Unzerbrechliche Hake aus Papier. So, jetzt haben wir hier Papier. Papier packe ich jetzt hier rein. Und für die Mattock brauche ich Toolrod, Axt und Schaufel. Schaufel habe ich hier schon liegen. Axt. War das Axt? Haben wir das richtig gelesen? Axt und Schaufel, ja, nicht Hake. Nicht Hake, nicht Hake. Axt. Axt. Und, ist das das? Nee, das ist Schwert, das hier, ne, oder? Das hier. Müsste es sein. So, und dann. Zack, zack. Weil die nämlich aus Papier ist. Hat die zwar nur eine Durability von 6, aber sie hat 5 Modifier. Und jetzt kommt es nämlich. 5 Modifier brauchst du, um... Na komm. Moment, bei... Na? Tinker. Hier, dieses Reinforcement einzusetzen. Das kannst du nämlich nehmen und dieses Reinforcement... erhöht die Haltbarkeit um 20%. Wenn wir jetzt mal eins machen, und zwar haben wir hier Reinforcement, brauchen wir das und Obsidian. Obsidian habe ich mittlerweile auch schon ohne Ende. Nehmen wir da mal einen Stack raus. Und... Oh. Geh weg. Stör mich nicht. Und die habe ich mal vorbereitet. Einfach Casts nehmen. Ja, ich habe hier das, wo ist es? Da, das Brass genommen, das Aluminiumbrass, was ich produziert habe, hier rein in die Schmelze. Und dann einfach 5 Casts. Aber am besten ist, wenn er einfach so ein leeres nimmt. Ja, 5 Stück davon. Und ja, das sollte dann schon funktionieren. So, 5 Stück. Wo war ich? Hier. So, und zack, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Und die bringen
Die bringen hier 20% Durability. Reinforced. Each level at 20%, ja, von der Durability. Somit ist das jetzt unbreakable. Drei, vier, unbreakable. Fünf. Das haben wir aus Papier eine unzerstörbare Mattock gemacht. Das war's schon. Klasse. Zack. Die tausche ich jetzt aus. Und die läuft. Ne? Nein, erstmal raus und dann rein. So. Ja, jetzt geht's. Erst raus, dann rein. Alles klar. Und das habe ich hier gemacht und das habe ich auch hinten bei der Tree Farm nämlich auch gemacht. Und da läuft die schon die ganze Zeit. Einfach eine... Nein! Mano! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist... Na toll, wo ist die Energie? Die liegt doch da drauf. Das komme ich ja nicht hin, ne? Ach, herrje. Jetzt. Da. Zack, so. Und wieder auf das Netzwerk. Alles klar. Hier ist nämlich auch eine drin. Und das klappt wunderbar. Hervorragend. Achso, wieder einschalten. So, kann er weitermachen. Das ist auch noch so ein Problem. Die Jungs hier. Ich habe nämlich hier wieder die Farm angeschaltet. Weil ich da Updates jetzt reingepackt habe. Aber ich habe doch was... Das wollte ich auch ausprobieren. Ja. Hier. Genau. Ich habe so ein paar Lootbags aufgemacht. Weil ich wollte Blazeforts haben, aber das reicht mir immer noch nicht. Hier mit dem. Ist das der? Dass die Jungs da drin bleiben und nicht die da rumteleportieren. Könnte sein, dass das funktioniert. Ich lasse das mal so stecken. Also hier dieser, soweit ich weiß, dieser Ender-Tether sollte dafür sorgen, dass die Endermans nicht so durch die Gegend teleportieren. Mal gucken, ob es klappt. Den Freund dahin kann ich ja gar nicht gebrauchen. Okay, dann würde ich sagen, unzerstörbare Hake, das war's für heute. Ja, und passt auf hier mit den Draws. Die verbrauchen natürlich unheimlich an FPS. Ach so, dann machen wir noch eben ganz kurz meine meine Obsidian-Produktion. Na? Da wird Lava reingepumpt. Obsidian. Lava. Obsidian. Super. Und diese... Nehmen wir doch mal eine Axt. So. Und diese hier, diese Platten, das ist von Chisel & Bits, beziehungsweise das habe ich gechiselt. Einfach einen Stein genommen, draufgeklatscht. Dann hast du normalerweise hier so vorstehen, so vier so Ecken. Und dann mit Chisel & Bits mit dem, habe ich das hier noch... Hier, mit dem Säckchen musst du haben und das hier. Und wenn du in das Säckchen guckst, wie viele Steine das sind unheimlich viele. Klappt aber wunderbar. Und hier habe ich das als Plane. Ja, und dann einfach hier drauf. Ah.
Wenn man das so von der Seite sieht, dann trägt er das jetzt so ab. Und das habe ich gemacht, genau. Dann hoffen wir nicht, dass ich mir das kaputt mache. Damit das sowieso ein Becken ist und dann das Wasser da oben drüber. Schön schmal und schlank, sieht gut aus. Ja, das ist unsere Lavaproduktion. Von unten kommt die Lava. Material geht hier in diesen Hauptkanal. Und die Lava kommt von hinten aus unseren Tanks. So, dann würde ich sagen, dann mache ich an dieser Stelle mal Schluss. Und sage Dankeschön. Wo bin ich? Hier bin ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir auf die Hühnerjagd. Okay, dann danke. Bis dann. Ciao, ciao.